Du möchtest wissen, wie man Bruchterme multipliziert und dividiert? Dann bist du hier goldrichtig. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir wirklich loslegen, kannst du dich noch erinnern, wie man Brüche miteinander multipliziert und dividiert? Schau dir diese beiden Rechnungen an. Alles kein Problem, alles klar, wie das funktioniert. Dann ist super. Wenn du dir aber noch ein bisschen unsicher bist, was du damit anfangen sollst, dann schau dir doch einfach nochmal die Videozyklen zur Multiplikation und Division von Bruchzahlen an. Du wirst nämlich sehen, wenn du mit normalen Bruchzahlen gut multiplizieren und dividieren kannst, ist das mit Bruchtermen überhaupt keine Hexerei mehr. So, legen wir mit dem Multiplizieren los. Du siehst hier zwei Brüche, die wir miteinander multiplizieren wollen. Das geht so, dass wir die beiden Zähler miteinander multiplizieren und die beiden Nenner. Dabei können wir die Rechnung dann auch auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Hier siehst du dann auch, dass du sowohl im Zähler als auch im Nenner durch 3 dividieren kannst. Das heißt, durch 3 kürzen. Und wir erhalten, wenn wir das dann fertig ausmultiplizieren, 6 Fünftel als Ergebnis. Jetzt wollen wir uns das Ganze aber mit Bruchtermen anschauen, also mit Brüchen, in denen Variablen vorkommen. Es geht um folgende Rechnung: 5 gebrochen durch a mal a gebrochen durch a minus 2. Vielleicht kommt dir diese Rechnung ja bekannt vor, wenn du dir das Intro-Video zu diesem Videozyklus angeschaut hast. Denn das hier ist genau die Rechnung jenes Zahlenrätsels, das wir dort entdeckt haben. Und jetzt endlich wirst du sehen, es ist überhaupt nicht schwer, diese Rechnung auszuführen und zu vereinfachen. Ich würde vorschlagen, du suchst dir Zettel und Stift und legst gleich mal selbst los. Denk dabei an die Rechenregel für das Multiplizieren von Brüchen. Die Zähler werden miteinander multipliziert und die Nenner auch. Und dann kann man schauen, ob man etwas kürzen kann. Drück auf Pause und leg einfach mal los. Also, wie gehen wir daran? Wir machen mal einen langen Bruchstrich und multiplizieren dann die beiden Zähler, also 5 mal a und die beiden Nenner, also a mal a minus 2. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Bei unserem ursprünglichen zweiten Bruch stand im Nenner a minus 2 ohne eine Klammer. Wenn wir jetzt aber die beiden Nenner miteinander multiplizieren, dann wollen wir ja das a vom ersten Bruch mit dem a minus 2, nämlich dem ganzen a minus 2 vom zweiten Bruch multiplizieren. Wir müssen also unbedingt dieses a minus 2 in Klammer setzen. Das gilt immer, wenn man Brüche, in denen Summen oder Differenzen im Zähler oder Nenner stehen, auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreibt, weil man sie zum Beispiel miteinander multiplizieren möchte. Dann muss man diese Summen oder Differenzen unbedingt in Klammer setzen. So, wenn wir uns diesen Bruch jetzt anschauen, dann haben wir im Zähler den Faktor a und auch im Nenner den Faktor a. Das heißt, diesen können wir sowohl im Zähler als auch im Nenner kürzen. Es bleibt jeweils der Faktor 1 übrig. Achtung, du darfst hier keinesfalls das a in der Klammer kürzen, denn das steckt ja in einer Differenz drin und kürzen darf man immer nur aus einem Produkt heraus. Das vereinfachte Ergebnis lautet dann also 5 gebrochen durch a minus 2, wobei du das a minus 2 in Klammer lassen kannst oder die Klammer auch weglassen, denn es ist ja jetzt der einzige Term, der noch im Nenner steht. Das ist also die Multiplikation von Bruchtermen, die wirklich ganz, ganz ähnlich geht wie bei normalen Bruchzahlen. Schauen wir uns jetzt die Division an. Wie ging das nochmal mit normalen Brüchen? Wenn wir zwei Bruchzahlen dividieren wollen, dann mussten wir mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs multiplizieren. In diesem Beispiel also mal 4 Drittel.
Und dann geht es eigentlich genauso, wie wir es gerade bei der Multiplikation besprochen haben. Das heißt, wir schreiben Zähler mal Zähler, gebrochen durch Nenner mal Nenner, können dann noch kürzen und erhalten unser Ergebnis. Kommen wir jetzt aber wieder zu den Bruchtermen. Wir haben hier die Division 2y² gebrochen durch x dividiert durch 8y gebrochen durch 3x. Drück auf Pause und versuch ganz analog zu dem obigen Beispiel die Rechnung auszuführen und dann auch zu kürzen, so gut es geht, um das Ergebnis zu vereinfachen. Schauen wir mal, wie weit du gekommen bist. Also, wenn wir durch einen Bruch dividieren wollen, können wir einfach mit dem Kehrwert des Bruchs multiplizieren. Anschließend verwenden wir die Rechenregeln für die Multiplikation. Wir schreiben also in den Zähler das Produkt der beiden Zähler, also 2y² mal 3x, gebrochen durch das Produkt der beiden Nenner, x mal 8y. Jetzt können wir wieder schauen, ob wir etwas kürzen können. Wir sehen hier zum Beispiel im Zähler und im Nenner einen Faktor x, den können wir kürzen. Es bleibt einfach nur oben und unten jeweils der Faktor 1 übrig, den lasse ich jetzt hier in dieser Rechnung aber weg, damit es übersichtlicher bleibt. Dann haben wir noch das y. Im Zähler haben wir ein y², da können wir nur eines der beiden y's streichen, das symbolisiere ich hier, indem ich das Quadrat wegstreiche. Im Nenner kann ich das ganze y streichen. Und dann kann ich noch Zähler und Nenner durch 2 kürzen. Damit fällt der Zweier im Zähler weg, beziehungsweise in Wirklichkeit wird er zu einer 1. Im Nenner bleibt mir der Faktor 4 übrig. Und so erhalte ich das Ergebnis y mal 3 gebrochen durch 4 oder anders geschrieben 3y gebrochen durch 4. Super gemacht! Schauen wir uns jetzt noch eine abschließende Übungsaufgabe an. Diese Aufgabe ist eine Multiplikation und lautet 2r minus 2 gebrochen durch 3s mal s gebrochen durch 2r. Drück auf Pause und geh ans Werk. Vergiss nicht, nach dem Ausführen der Multiplikation auch noch zu schauen, ob du den Term vielleicht weiter vereinfachen kannst. Und wie ist es dir gegangen? Vergleichen wir mal. Beim Ausführen der Multiplikation können wir die Rechnung auf einen Bruch schreiben. Und zwar 2r minus 2 in Klammer, das ist auch hier wieder ganz wichtig, mal s, gebrochen durch 3s mal 2r. Das s können wir im Zähler und im Nenner kürzen und erhalten dann 2r minus 2 gebrochen durch 3 mal 2 mal r. Kann man diesen Ausdruck jetzt noch weiter vereinfachen? Was meinst du? Denk an das Herausheben gemeinsamer Faktoren, das wir uns im vorigen Video angeschaut haben. Hier können wir das nämlich super gut brauchen, denn schau dir mal die Differenz im Zähler an. 2r minus 2. Hier steckt in beiden Teilen der Faktor 2 drin. Wir können also den Faktor 2 herausheben, vor die Klammer schreiben und in der Klammer bleibt dann r minus 1. Jetzt können wir den Faktor 2 im Zähler und im Nenner kürzen und unser vereinfachtes Ergebnis lautet dann also r minus 1 gebrochen durch 3r, wobei wir das mit oder ohne Klammer schreiben können. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Grundsätzlich gelten für das Multiplizieren und Dividieren von Bruchtermen die gleichen Rechenregeln, wie du sie auch bei normalen Bruchzahlen kennengelernt hast. Das Multiplizieren funktioniert so, dass du die beiden Bruchterme auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreibst, wobei in den Zähler das Produkt der beiden Zähler kommt und in den Nenner das Produkt der beiden Nenner. Achtung! Sind Summen oder Differenzen in den ursprünglichen Brüchen gestanden, dann musst du diese unbedingt in Klammer setzen. Anschließend kannst du schauen,
ob du herausheben oder kürzen kannst, um so den Ergebnisterm weiter zu vereinfachen. Beim Dividieren gehst du am besten so vor, dass du mit dem Kehrwert des zweiten Bruchterms multiplizierst. Und hier steckt dann auch schon wieder das Multiplizieren drin. Und das funktioniert genauso, wie wir es gerade oben beschrieben haben. Du siehst, wenn du mit normalen Bruchzahlen gut rechnen kannst, dann wird das auch bei Bruchtermen überhaupt kein Problem für dich sein. Im letzten Basic-Video treffen wir uns dann wieder und schauen uns noch an, wie man Bruchterme addiert und subtrahiert. Dann bist du fertig gerüstet für alle Zahlenrätsel mit Bruchtermen, die dir bei der nächsten Rätselrallye in die Finger kommen. Also, bis bald!